Moin Leute und willkommen zu einer neuen Spezialausgabe, in der wir die Bücher Enderals lesen. Heute der kluge Junge und die Wegestreue, übersetzt von Hohepriester Adrian Dalvarek. Okay, Dalvarek? Ist das hier Verwandtschaft von Jesper oder was? Haha, ist ja witzig. Einst auf einem bescheidenen, aber behaglichen Bauernhof gab es einen Mann mittleren Alters, der mit seinen drei jungen Knaben dort lebte. Er war ein ehrlicher und kluger Mann, aber hatte nach dem frühen Tod seiner Gefährtin nie mehr zu sich selbst gefunden. Obwohl seine Gefährtin ihre letzte Reise angetreten hatte, in aller Würde und Freude verabschiedet worden war und nun auf den ewigen Pfaden in ein neues, anderes Leben wandelte, war sein Leben trostlos. Weder der Anblick schöner Frauen und Männer konnte sein Herz noch erwärmen, noch die beruhigenden Worte des Priesters der Kapelle im Dorf unweit des Hofes. Eines Nachts mit seinen drei blutjungen Knaben hungernd im kargen Haus schlafend, hob er die Hände verzweifelt gen Arg, wo der heilige Orden in den steinernen Hallen des Sonnentempels herrschte, dem Willen Malfas gemäß, um Tag für seine Schützlinge, die Bewohner Enderals, zu sorgen. Von meinen ersten Schritten in dieser Welt bis hierhin bin ich auf dem Pfad geblieben, Herr. Ich habe meine Bestimmung erfüllt, meinen Hof erbaut und Maga zur Gefährtin genommen. Ich habe getan, was mein Mahl von mir verlangte. Und doch stehe ich nun hier und bin allein. Ich leide und kann meinen Knaben keine schöne Zukunft bescheren. Wäre es bloß nie auf dieses einsame Stück Land gekommen, würde Maga jetzt noch leben und ich wäre ein erfolgreicher Schneider, wie ich es immer sein wollte. Und Malfas hörte das Klagen des armen Mannes. Es erfüllte ihn mit Unglück, seine Untergebenen leiden zu sehen. Doch er entschloss sich zu warten, wohlwissend, dass der Pfad der einzig wahre war. So verstrichen die Jahre und der Mann erzog seine drei Sprösslinge mit Strenge und väterlicher Liebe, aber ohne Wegestreue. Er brachte sie nicht, wie es sich gehörte, bei der Vollendung ihres sechsten Lebensjahres zur Weihe, wo sie ihr Mahl und ihre Bestimmung erhalten sollten. Lucius, der älteste der drei Knaben jedoch, las trotz der harten Arbeit, die er täglich verrichten musste, viel, und er fand eines Tages die verstaubten Bücher des Pfades, aus denen der Vater dem Jungen nie vorgelesen hatte. Und er verstand. Er verstand, warum seinem Vater jenes schwere Schicksal beschieden wurde, wo doch augenscheinlich andere Wege offen gewesen wären. Und so trat er eines stürmischen Herbstabends zu ihm und sprach jene Worte, die das Leben des Mannes wieder zurück in die behüteten Arme des Herrn führen würden. »Vater, ich sehe, wie sehr dich Mutters Tod noch immer grämt. Oft fragst du dich, weshalb du dieses Leben anstelle eines anderen lebst. Und als Antwort verwendest du, wendetest du dich von dem Pfad ab. Und ich akzeptiere deine Entscheidung, wenn du mir denn eine Frage beantworten kannst. Fernab, in einem Land ohne Wegestreue, von dem sich die Götter abwandten, gab es ein kleines Dorf mit fünf kräftigen, gesunden Männern. Die Gemeinschaft benötigt Essen, denn ohne Fleisch und Getreide wird sie den Winter nicht überstehen. Und so ruft der Dorfälteste die fünf Männer zu sich, um ihnen ihre Aufgaben mitzuteilen. Erst hebt er einen Schmiedehammer hoch und fragt, wir brauchen scharfe Klingen, um uns gegen die Wölfe des Winters zu verteidigen. Wer von euch wird uns Schwerter schmieden? Doch keiner der Männer antwortet, also deutet der Alte auf einen rostigen Bogen, der über dem Stammesthron aufgehängt ist. Nun gut, aber wir benötigen einen geschickten Bogenbauer, der uns Pfeile und Bögen anfertigt, um das Wild in der Steppe zu erledigen, damit wir frisches Fleisch zum Verzehr haben. Doch wieder antwortet keiner der Männer. Der Alte seufzte wehmütig und sagt schließlich, wir können ohne Fleisch überleben und uns mit etwas Glück verschonen uns die Wölfe diesen Winter. Aber wir benötigen noch einen kräftigen Bauern, der die Saat austrägt und die Ernte einbringt, bevor die Blätter beginnen zu welken. Doch wieder schweigen die Männer. Schließlich traten dem alten Mann Tränen in die Augen. Was wollt ihr dann? Erklärt euch, denn ohne eure Hilfe ist unser Dorf dem Untergang geweiht. Nun, sprach einer der Männer, ein schöner Mann mit vollem blonden Haar und athletischer Statur.
Ich wusste schon immer, dass es meine Berufung ist, Bilder zu malen. Ich spüre es tief in meinem Herzen und genau das werde ich tun und nichts anderes. Und so überdauerte das Dorf den Winter nicht. Denn Vater, was du nicht verstanden hast, nicht immer steht das Wohlergehen und die Selbsterfüllung eines Einzelnen an erster Stelle. In einer Gesellschaft, in der jeder nur seinem eigenen Willen folgt und seine eigene Meinung hat, kann nie Einheit und Stärke entstehen. Und jene Gemeinschaften werden nie die Zeit überdauern. Wie töricht ist es von uns, o Vater, Tag und Nacht unser Leben zu hinterfragen. Nie werden wir auf Antworten stoßen, besitzen wir doch nicht die Göttlichkeit unseres Herrn, der alles tut, um uns ein schönes Leben zu bescheren. Und selbst wenn der Pfad steinig ist, wir müssen ihn beschreiten. Und nicht nur zu unserem eigenen Wohle, sondern zum Wohle aller. Und so fiel der arme Mann in Ehrfurcht auf die Knie gen Arg und bat mit klagenden Lauten Malfas um Verzeihung. Hatte er doch die Wahrheit erkannt. Denn jedes einzelne Lebewesen, welches in diesen schönen Landen geboren wird, wurde von Malfas mit zwei Aufgaben betraut. Die erste und wichtigste war der Respekt und die Hochachtung vor den Göttern, jenen gnädigen Erbauern unserer Gesellschaft, die tagtäglich viele Bürden auf sich nehmen, um uns ein erfreuliches Leben zu schenken. Die zweite und nicht minder wichtige war die Wegestreue, dem Folgen der einzigen Bestimmung. Malfas Stimme tönte aus den steinernen Hallen, gerührt von den aufrichtigen Worten des Mannes. Seine Worte waren an alle gerichtet, an seine treuen wie an seine untreuen Kinder. O Kinder, abseits eures Pfades wartet nur Finsternis und Trauer. Nicht ich bin es, der euch bestraft, sondern das Leben selbst. Grämt euch nicht, wenn eure Bestimmung weniger Lorbeeren einbringt als die eines hohen Hüters. Denn am Ende begebt ihr, o Wegestreue, euch alle auf die letzte Reise in den ewigen Pfad, um die große Wahrheit zu erfahren. Dann sprach er mit gütiger Stimme zu dem verirrten Mann, dem Vater des klugen Sohnes. Auch dir sei vergeben, komme zurück auf den Pfad und ich werde dort auf dich warten. Ja, haben wir das auch. Und weil wir jetzt gerade so im religiösen Thema sind, Pfad, Wegestreue und so weiter, werden wir uns jetzt den Pfadbüchern widmen. Und wir beginnen mit der Pfad, Buch 1, das Chaos. Vers 1. Einst war die Welt ungespalten und nannte sich Pangora. Pangora war groß und mächtig und erstreckte sich vom heutigen Kilee bis hin zu Enderal. Kein Mensch herrschte dort, denn alles Leben war verschwunden und von den Alten, den Pyräern, waren nur Ruinen geblieben. Und so wäre es geblieben, wäre nicht durch ein Mirakel Asatoron entstanden, der erste Eterner, die Geißel der Asche, der böswillige Herrscher über die frühen Tage. Vers 2. In den ersten Jahrhunderten... Verzeiht, Leute. Vers 2. In den ersten Jahrhunderten durchstreifte Asatoron Pangora allein und formte die Welt nach seinem Geschmack. Doch schon immer war er verdorben und es dürstete ihm nach Grauen und Tränen. So schuf er zwei Menschen, den aus Asche und den seines Bluts. Die Blutmenschen nannte er Eterner, denn ihnen schenkte er ein langes Leben und magische Macht. Der Mensch aus Asche war schwach und lebte kurz und ihn schuf Asatoron, um den Eterner und ihm, der über allem stand, zu dienen. Vers 3. Unter der Geißel Asatorons und seiner Diener schufen die Aschemenschen Bauwerke und Städte. Groß war das Leid, das der Aschemensch zu tragen hatte. Doch mit jedem Jahr, das verstrich, wuchs Asatorons böswilliger Wahnsinn, bis sich sein Hass nicht nur auf die Aschemenschen, sondern auch auf seine eigenen Kinder, die Eterner, zu richten begann. Und so kam es, dass er den Tod alles Lebens befahl, was... war er doch von seiner eigenen Kreation verdrossen. Aus seinen Fingerspitzen schossen Blitze, die Paläste und Tempel zerstörten. Und jeder, der in seine vom Wahnsinn zerfressenen Augen sah, rammte sich selbst und seinem Nächsten ein Schwert in den Leib. So starben Aschemensch und Eterner zugleich, bis kaum mehr als wenige hundert übrig blieben. Vers 4.
Aber auch diese sollten sterben, und gestorben wären sie. Doch da öffnete sich der Himmel, und ein Stern, gigantisch und in Flammen stehend, schoss herab. Und er zerschlug Pangora in 6 große Teile und etliche Splitter, und so ward Wind die Welt, auf der wir heute leben. Ein Lügner ist der, der zu wissen behauptet, Asatorons Schicksal zu kennen. Nie wieder wurde er gesehen. Vers 5. Müde vom Krieg verteilten sich die wenigen Aschemenschen und Äterner, die verblieben waren, auf den Kontinenten. Groß war der Groll, den die aus Asche den Langlebigen gegenüber empfanden, aber größer war die Müdigkeit und die Erschöpfung nach Asatorons Blutwahn. Und so vermischten sich die Äterner mit den Aschemenschen, und ihr Blut wurde unrein. Ihre spitzen Ohren schrumpften, und ihre Lebenszeit verkürzte sich auf kaum mehr als ein Jahrhundert. Auch ihre magische Gabe erlosch oder wurde zu einem Schatten dessen, was Asatoron ihnen geschenkt hatte. Vers 6. Kleine Menschen traten aus den Trümmern des Sterns hervor und nannten sich Sternlinge. Das zweite Zeitalter hatte begonnen. Vers 7. Zivilisationen entstanden auf den Kontinenten und Städte wurden erbaut. Sowohl Menschen als auch Halbäterner und Sternlinge sehnten sich nach Frieden. Doch mit dem Ende von Asatorons Knechtschaft schwanden auch die Fesseln, die sie einst an ihren Platz gebunden hatten. Und so folgte eine Ära von Machtgier, Gewalt und Krieg, wollte doch jeder auf dem Thron sitzen und herrschen. Vers 8. Fast 4000 Jahre sollte die Ära das Chaos anhalten, und wieder schien es, als stünde dem Leben die Vernichtung bevor. Waren doch Menschen, Äterner und Sternlinge gleichermaßen unfähig, einander zu schätzen und in Frieden zu leben. Doch da erschien ein Licht im Himmel und mit ihm 7 Gestalten groß wie Türme. Die Völker, blind vor Blutdurst und Verderbnis, bewarfen sie mit Magie und beschossen sie mit Pfeilen. Doch kein Feuerball, kein Armbrustbolzen drang durch zu den himmlischen Gestalten. Und da legten die Menschen ihre Waffen nieder und fielen auf die Knie, begriffen sie doch, dass vor ihnen Götter standen, und alle 7 ergriffen das Wort, ihre Stimme rein und klar wie geschmolzener Kristall. Okay. So, Buch 2. Die Offenbarung. Vers 9. Vor uns war Chaos, und nach uns wird Chaos sein. Denn der Mensch ist schwach im Geist, verdorben im Herz. Nur unter göttlicher Führung vermag er zu blühen. Grämt euch nicht, unser Haupt zu beugen. Mögen die Narren in unserer Macht Tyrannei sehen, so sehen die Weisen darin unseren tiefsten Wunsch, die Bürde der menschlichen Narratei auf unseren Schultern zu nehmen und die Menschheit zu schützen. Vers 10. Doch nicht jeder erkannte die Göttlichkeit der Lichtgeborenen, und so kam es, dass ein großer Mann hervortrat, sein Name war Melros. Vers 11. Ihr behauptet, dass ihr Götter seid, rief er den Lichtgestalten mit fester Stimme entgegen. Der letzte Gott, der über uns herrschte, brachte nichts als Leid und Zerstörung. Ihr sagt, dass es euer Wunsch sei, uns zu beschützen, aber wie können wir euch das glauben? Vers 12. Eine der Gestalten schwebte zu Melros hinab. Noch immer in Licht gekleidet, verschmälerte sich ihr Körper so, dass sie gar kleiner als der Mann vor ihr war. Es war die lichtgeborene Irlanda. Vers 13. Eure Zweifel zeugen von Weisheit, o Melros. Und ja, Asatoron war verblendet und böse, aber er war es aus Ignoranz. Denn obgleich er sich seiner Göttlichkeit bewusst war, ist ihm sein Ursprung ein ebenso großes Rätsel wie uns. Und es war diese Unwissenheit, die sein Herz zugrunde richtete. Vers 14. Wir jedoch sind von anderer Art. Wir sind die Botschafter des Friedens. Folgt uns, und diese Welt soll erblühen. Denn unsere Herrschaft wird ewig währen, sind wir doch nicht wie ihr aus Fleisch und Blut. Wir, o Melros, sind die Lichtgeborenen. Vers 15. Und Melros erkannte die Göttlichkeit der Gestalt, die vor ihm stand. Voller Ehrfurcht und Begreifen warf er sich vor ihr auf die Knie und bat um Vergebung. Vers 16. So begann die Herrschaft der Lichtgeborenen, und sie war gerecht, denn die Lichtgeborenen waren wahre Götter, frei von menschlichen Lastern,
frei von Asatorons Bahn. Die Götter, na dann gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Buch 3, die Götter. Vers 17. 7 waren die Götter an der Zahl. Ah ja. Vers 18, da war Tyr, der Göttervater, der Oberste der Lichtgeborenen. Ihm ward kein Land beschieden, denn er regiert über Inodan, das göttliche Land am Rande der Welt. Ich dachte, Tyr war eigentlich mal der Herrscher über Tirmatral, aber gut. Vers 19, da war Irlanda, die richtende Göttin. Ihr ward das Steppenland Araseal beschieden. Entzweigeteilt in die unbarmherzigen Steinwüsten und die fruchtbaren Küstenregionen. Irlanda ist barmherzig, aber gleichzeitig hart, denn sie richtet über jene, die die Herrschaft der Götter in ihrer Naratei nicht zu würdigen wissen. Vers 20. Da war Saldrin, der Gott des Wissens und des Fortschritts. Ihm ward Kyra beschieden, das Land der ewigen Wüste bewässert nur von den zwei großen goldenen Flüssen. Saldrin segnet die Denker und Philosophen, denn er weiß, dass der Mensch unter der rechten Führung imstande ist, Großes zu vollbringen. Vers 21. Da war Morala, die Göttin der Sprache und des Handels. Sie brachte die Inal, die heilige Sprache, auf die zivilisierte Welt und ihr ist es zu verdanken, dass alle Seelen auf Vin heute einander zu verstehen vermögen. Ihr wurden außerdem die Inseln von Kile beschieden, mit ihren reichen grünen Wäldern und rauschenden Wasserfällen. Vers 22. Da war Isara, die Göttin der Erinnerungen. Ihr wart ebenfalls kein Land beschieden, denn sie hütet die Hallen des Wissens auf Inodan, dem göttlichen Land am Rande der Welt. Sie ist die Herrin des Rates der Götter. Vers 23. Da war Erodan, Gott der Weisheit und der alten Riten. Ihm ward Nerim beschieden, der größte aller Kontinente mit seinen trockenen Steppen, grünen Wäldern und frostigen Bergen. Er regiert voller Weitblick und seine Aufgabe ist es, die Wege der Götter zu hüten. Ja, interessant. Ich dachte immer, Kyra ist der größte Kontinent, Nerim nur der zweitgrößte. Naja, ist ja auch egal. Vers 24. Da war Malphas, der Götterwächter. Ihm ward Enderal beschieden, das abgeschiedene, aber reiche Land im nordöstlichsten Teil der Welt. Er schuf den Orden der Seraphim, der Hüter. Sie sind es, die uns heute Sicherheit schenken und sie sind es, die jene, die voller Sünde leben, Irlandas Urteil unterwerfen. Sein Reich ist es, in dem wir leben. Ja, das stimmt. Dann gucken wir mal, der Aufbruch. Buch 4, der Aufbruch. Vers 25. Abgeschieden und gefährlich, ein ungezähmtes Land, so war Enderal vor der Offenbarung der Lichtgeborenen. Wilde Kreaturen durchstreiften es und reiche Wälder zogen sich von Osten gen Westen, von Süden gen Norden bis in die frostigen Berge. Vers 26. Und so kam es, dass Malphas zu einer Frau und einem Mann hinabstieg. Der Name der Frau war Selna, der des Mannes Ketaron. Beide waren sie niederer Geburt und hatten in den Kriegen ihres Landes großes Leid ertragen müssen. Sie lebten in einer zerfallenen Hütte inmitten einer Stadt, die von Zerstörung gezeichnet war. Aber sie waren fromm und rechten Willens. Voller Ehrfurcht warfen sie sich auf die Knie, als die Lichtgestalt vor ihnen erschien. Waren sie doch beide Zeuge der Offenbarung der Lichtgeborenen geworden und erkannten sie als einen der 7 wahren Götter. Vers 27. Und Malphas sprach, erhebt euch, meine Kinder, und frohlocket, denn euch soll große Ehre zuteil werden. Denn vom heutigen Tage an sollt ihr mir dienen und mir allein. Enttäuscht ihr mich, so wird eure Strafe grausam sein. Dient ihr mir jedoch aufrichtig, werdet ihr in meinem Namen die Ewigkeit erfahren. Vers 28. Selna war es, die zuerst das Wort ergriff. O Herr, wir unterwerfen uns, erkennen wir doch deine Göttlichkeit. Aber wie willst du uns Ewigkeit zuteil werden lassen? Wir sind Menschen und nicht einmal das Blut von Asatorons Söhnen, den Eterner, fließt in unseren Adern. In 20 Jahren werd ich welken, in 40 Jahren werd ich nur noch Knochen sein.
Das ist der Lauf der Dinge und nicht einmal Asatoron vermochte, dies zu ändern. Malphas trat zu der Frau heran. Seine Stimme war hart wie die eines Steines, aber dennoch voller Weisheit und Mitgefühl. So war es unter seiner Knechtschaft, so war es in den gottlosen Jahren, die ihr durchlebt habt. Aber wir, o Kinder, wir sind wahre Götter, seht und werdet Zeuge meiner ewigen Macht. Vers 29. Und die Lichtgestalt, die Malphas war, wandte sich ab und reckte die Hände gen Himmel und tausende von Blitzen schossen herab. Mit lauten Krachen zerschlugen sie die armselige Hütte von Zellner und Ketaron und sie zerschlugen die elendige Stadt um sie herum. Ja, sogar jene, die trotz der Offenbarung der Lichtgeborenen noch zweifelten und deren Seelen verdorben waren, zerschlugen sie. Der Geruch von Qualm und Asche erfüllte die Luft. Vers 30. Nichts jedoch geschah Zellner oder Ketaron und den insgesamt 200 Männern und Frauen, die sich voller Angst und Ehrfurcht um die Lichtgestalt geschart hatten. Malphas senkte seine Arme und sprach erhobenen Hauptes. Vers 31. Wir sind die Götter und wir sind die Herrscher über Elemente, die Zeit und das Leben selbst. Und so wahr ich hier stehe, proklamiere ich, jene, die mir folgen und meine Lehre Ehre tun, wandeln auf meinem Weg und habt ihr ihn bis zum Ende recht beschritten, so will ich euch Einzug in die ewigen Pfade gewähren, in denen euch auf immerdar Glück, Frieden und Frohsinn zuteil werden soll. Vers 32. Und sowohl Zellner und Ketaron als auch die 200 armen Seelen, die um sie versammelt waren, senkten den Kopf und verstanden, und so wurden sie zu den ersten Vasallen. Vers 33. Sie alle packten ihre sieben Sachen und folgten Malphas zur Küste, wo sie zwei schlichte, aber robuste Schiffe erwarteten. Und Malphas sprach erneut: Ihr sollt die Sprösse meines ewigen Reiches sein. Steigt auf diese Schiffe und segelt gen Norden, bis ihr den roten Stern seht. Er wird euch zum geheiligten Land führen, das Winter, Sommer und Herbst vereint. Dort sollt ihr das Fundament für all die Tausende legen, die nach euch kommen werden. Und er verschwand. Dieser Tag ist es, der uns als Monat des Aufbruchs bekannt werden sollte. Vers 34. Die ersten Vasallen folgten Malphas Ruf und stachen in See, wussten sie doch um die Heiligkeit ihrer Aufgabe. Sie wussten nicht, wohin sie der Weg führte, aber sie vertrauten. Ja, interessant, ne? Lernt man noch ein bisschen mehr über den Heiligen Orden und was die so lesen und woran die glauben. Auch hier, ne? Der Aufbruch, die Hungertage, das sind ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Monate oder Jahreszeiten hier sind in Enderal, aber man sieht das öfters mal, wenn man auch Bücher liest oder irgendwo Datum erkennbar ist, das taucht schon öfters mal auf. Ja, das soll's aber für diese Bücherfolge gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuhören, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und sage ciao, ciao.